Cyberport präsentiert das Lenovo Yoga 7i in der Version 14 ITL. Anfang September 2020 stellte Intel im Rahmen der IFA 2020 seine neue Plattform Intel Evo vor. Mit dem 7i verpasst nun auch Lenovo seiner flexiblen Yoga-Reihe die Intel Evo-Zertifizierung, die für mehr Leistungsstärke und mobiles Arbeiten steht. Inwiefern sich das beim Lenovo Yoga 7i bemerkbar macht, zeigen wir euch im Testbericht. Die technischen Daten. Unser Testgerät misst eine Breite von 32 cm, eine Tiefe von 21,5 cm und eine Höhe von 1,8 cm. Insgesamt wiegt das Convertible 1,4 kg. Der Bildschirm misst 14 Zoll in der Diagonale und löst mit 1920 x 1080 Pixeln auf. Unter dem Gehäuse unseres Testgeräts arbeitet ein Intel Core i7-1165G7 Quad-Core Prozessor, der im Grundtakt mit 2,8 GHz und im Turbo Boost mit bis zu 4,7 GHz taktet. Hinzu kommen bei unserem Testgerät 16 GB Arbeitsspeicher. Für Daten und Anwendungen steht eine 512 GB große NVMe SSD zur Verfügung. Beginnen wir mit dem Design. Auf dem Bildschirmdeckel sehen wir lediglich das spiegelnde Yoga-Logo. Ansonsten zeigt sich das Convertible in schlichtem, elegantem Schiefergrau. Das Aluminiumgehäuse bietet trotz der schlanken Bauweise genügend Stabilität. Spaltmaße können wir keine entdecken. Um dem Namen Yoga gerecht zu werden, lässt sich die Display-Einheit um bis zu 360 Grad herumklappen, wodurch das Convertible stufenlos im Tablet-, Zelt- und Standmodus verwendet werden kann. Auch wenn das Yoga 7i etwas dicker ist als einige andere Notebooks, ist es mit einem Gewicht von 1,4 kg für ein Convertible schön leicht und mobil. Klasse gemacht! Das 14 Zoll große IPS-Touch-Display löst im 16:9 Format mit Full HD auf. Daraus ergibt sich eine Pixeldichte von 157 ppi, unter der alle Bildschirminhalte schön scharf dargestellt werden. Ergänzend zur Touch-Funktion lässt sich das Display auch mit dem mitgelieferten Active Pen bedienen, was gerade bei Notizen sehr von Vorteil ist. Die Farbraumabdeckung beträgt etwa 99% im sRGB-Bereich und erlaubt somit auch professionelle Bildbearbeitung. Das Kontrastverhältnis ist ebenfalls im guten Bereich. Mit weniger guten Werten zeigt sich die maximale Helligkeit. Diese ist mit 290 Candela pro Quadratmeter so gering, dass das Yoga 7i draußen maximal im Schatten verwendet werden kann, wodurch die Flexibilität etwas eingeschränkt wird. Insgesamt jedoch ein sehr gutes Ergebnis. Kommen wir zur Performance. Hier wurde der Vierkerner Intel Core i7-1165G7 Prozessor verbaut. Dieser wird in unserer Version von einem fest verlöteten 16 GB großen DDR4 Arbeitsspeicher unterstützt. Alltägliche Prozesse wie Office-Anwendungen, Videostreaming und Surfen laufen somit absolut flüssig. Auch komplexeres Multitasking ist möglich. Obwohl hier keine dedizierte Grafikeinheit verbaut wurde, lassen sich auch viele Spiele wie Fortnite auf mittleren Grafikeinstellungen oder Bild- sowie einfache Videobearbeitung flüssig ausführen. Dafür sorgt der in der CPU integrierte Grafikchip Intel Iris Xe, der fast zwei Drittel der Leistung eines GeForce MX350 Grafikchips besitzt. Mit der 512 GB großen NVMe SSD startet das Betriebssystem Windows 10 Home schnell und läuft flüssig. Für dieses schmale Design eine starke Leistung. Sehr gut! In puncto Anschlussvielfalt ist das Yoga 7i sehr sparsam ausgestattet. Dafür finden wir hier aber die neuesten Standards. Mit einem USB-A 3.2 und zwei Thunderbolt 4 Anschlüssen sowie einer Audiobuchse ist für das Nötigste gesorgt. Für kabellose Verbindungen stehen noch Bluetooth 5.0 und WLAN AX zur Verfügung. Wer mehr Anschlüsse benötigt, muss hier also in eine externe Dockingstation investieren. Insgesamt gibt es von uns ein Gut. Weiter geht's mit den Emissionen. Beim Surfen, Videostreaming oder bei Office-Aufgaben bleiben die Lüfter relativ geräuscharm. Unter hoher Last drehen sie allerdings etwas auf, was uns aber nie störend auffiel. Die Temperaturen sind im guten Bereich, jedoch sollte das Notebook bei Volllast nicht unbedingt auf dem Schoß genutzt werden, da es bei uns im Test dabei doch bis zu 45 Grad warm wird. Gut gemacht! Kommen wir zur Peripherie. Die Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung ist recht großzügig verbaut. Sowohl Tastenhub als auch Druckpunkt sind angenehm, wodurch sich auch längere Texte bequem tippen lassen. Das Touchpad funktioniert ebenfalls wunderbar und reagiert präzise auf unsere Eingaben.
Zuverlässig, schnell und sicher entsperren lässt sich das Convertible mithilfe des Fingerprint-Sensors rechts unterhalb der Tastatur. Die Lautsprecher sind durch ihre Position zwar vorteilhaft im Standmodus, allerdings wird beim Zelt- sowie Tablet-Modus der Sound nach hinten oder unten geworfen, wodurch dieser sich weniger klar anhört. Qualitativ sind diese Boxen insgesamt okay für Videokonferenzen, für alles andere sollten allerdings Kopfhörer oder externe Lautsprecher verwendet werden. Die Qualität der Webcam ist durchschnittlich. Praktisch finden wir hier aber den Privacy Shutter, also die Schiebeabdeckung. Dennoch sehr gut gemacht. Der 71 Wattstunden große Akku kommt bei einem Mix aus Surfen und Videostreaming mit mittlerer Helligkeit auf knapp 10 Stunden, was ein sehr guter Wert ist. Vollständig aufgeladen ist es mittels Thunderbolt 4 bereits nach 1,5 Stunden, wobei schon 30 Minuten Stromzufuhr für 4 Stunden Akkubetrieb ausreichen. Daumen hoch! Unser Fazit. Das Lenovo Yoga 7i14 ITL überzeugt mit hochwertigem Design, kristallklarem Display, leistungsstarkem Akku und starker Performance. Unter Betrachtung der flachen Bauweise sowie des 360-Grad-Scharniers ergeben sich zudem flexible Einsatzmöglichkeiten. Zwar spart das Convertible dadurch an der Anschlussvielfalt, bringt jedoch neueste Technologie mit sich. Für derzeit knapp 1200 Euro bekommt ihr mit dem Lenovo Yoga 7i also einen echten Allrounder, der besonders für mobiles Arbeiten wenig Wünsche offen lässt. Deshalb vergeben wir insgesamt 4,5 von 5 Cyberstars.